Ich habe vorhin so vergessen, die Aufnahme zu starten. Naja, nicht schlimm. Soll ich das Schwert machen jetzt? Hier und mir? Kannst du machen, wenn du alles dabei hast. Nice. Scarlet-Schwert. Schaut gut aus. So, ich packe das mal. Keine Sieht Ahnung. so aus wie so ein Pfeil, weißt du? Ich packe mal das alte Zeug so hier ein bisschen rein. Ich habe ein Range-Ding bekommen. Alter, ich habe Range gerade mal auf 2. Ich muss mal ein bisschen mehr mit Range kämpfen. Weil da hinten, glaube ich, sowieso besser auf Range zu kämpfen. Ich muss mal Essen machen, dass mir auch dabei heilen. Und ich habe das Glow-Style-Zeug ist zwar ganz cool, aber das heilt einen leider nicht. Aber ich habe kaum Heartberries. Ich mach mal eins auf Gärtner wieder, okay? Damit wir ein paar Heartberries rausbekommen. Gerade. Wenn du willst, kannst du ja mal ein bisschen das Erz durchschmelzen, weil ich glaube, wir haben ziemlich viel Roherz gerade noch so. Der Händler kommt nach Hause. Ist der da? Läuft auf jeden Fall. Ne, jetzt läuft er wieder weg. Ich Irgendwie, warte, ich läuft weiß nicht, zu warum uns. der nicht herkommt. Der hat irgendwie keinen Bock, hä? Vielleicht, weil das Zimmer zu groß ist. Also, es heißt mindestens 8x8. Und das Zimmer ist genau 8x8. Also, ich habe es 9x9 gehabt und da ist er auch nicht gekommen. Weil wenn der da wäre, wäre schon echt cool. Gut, wir haben ja auch noch einen anderen Händler zu suchen. So. Hast du schon gesehen übrigens, welche Laterne wir als nächstes bekommen? Ja. Freue ich mich auch irgendwie drauf. Also Bombenpfeffer haben wir jetzt sehr viel. Also wir könnten ganz viele Bomben bauen, habe ich gehört. Rein theoretisch, aber ich würde gerne mal Heartberries anbauen. So. Ich habe einen Garten-Skill. Erstmal hier sortieren alles. Ja, und ich baue jetzt mal ganz entspannt hauptsächlich Hardberries an. Weil die sind halt Leben. Dann könnten wir uns auch unterwegs heilen mit Essen. Könnte ich jetzt machen eigentlich. Gerne könnte ich jetzt machen. Aber wir wollen ja, jetzt machen wir erstmal den Anvil, ne? Hast du ja gesagt. Ich hätte gesagt, erstmal den Anvil und dann Rüstung und sowas, weil wegen dem bisschen Licht, glaube ich, ist noch nicht so wichtig. Ich denke erstmal halt safe auf Sicherheit und alles. Wir haben ja gesehen, die Gegner da oben, die machen ein bisschen mehr Aua. Dass wir halt erstmal so ein bisschen safe gehen. Weil wenn wir dann da oben was Cool. sehen.
wenn wir da Pech haben, sagen wir mal einfach, wir gehen jetzt da oben in das Gebiet rein, dann sehen wir nur unseren eigenen Tod. Statt, 16. Alter, wie viel Bomb-Pepper ich noch anpflanzen kann. Aber das mache ich jetzt mal nicht, weil das bringt uns auch nichts. 38. Ich mache jetzt hier noch die Karotten. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und da habe ich wieder einen Gartenskill gekriegt, hey. Ey, wirklich, du machst den Garten und du kriegst einen Gartenskill. Punkt dafür. Jetzt muss ich aber noch gießen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. So. Ich weiß gar nicht, wann ich los muss, weil tatsächlich, ich habe heute, weiß nicht, Sonntag ist gefühlt immer einer mit von meinen Tagen, wo ich das meiste im Blick behalten muss. Einmal streame ich, einmal muss ich noch ein bisschen meine Arbeitssachen dann für morgen machen und sowas. Ich bin heute wieder zum Kaffee eingeladen beim Nachbarn und ich bin beim Sonntagsbraten bei meinen Eltern. Okay, jeder braucht 47 Adatbar. Ja gut, ich glaube, das ist kein Problem. Wenn wir da mal rübergehen, dann sollten wir das hinbekommen. Ich kümmere mich gerade ganz entspannt um unseren Garten. Ein bisschen weiter. So, das Holz kann auch mal hier weg. Ich glaube, das Holz kann grundsätzlich weg, weil das brauchen wir auch nicht mehr, denke ich. Das haut sogar hin. Sieh, dass er eine Rüstung machen kann. Ich glaube, wir brauchen doch nochmal Scarlet. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir noch irgendwas brauchen werden. So viel haben wir ja noch nicht. So. Schau mal her. Dann koche ich gleich mal ein bisschen was. Was uns auch Leben bringt. Oder? Hardberries habe ich ziemlich viele und ich habe ziemlich viele von den Karotten. Und den Rest mache ich halt, glaube ich, keine Ahnung, Hardberries und die Glow Tulips, weil das heilt einen auch. Und die Spicy Tulips verkaufe ich jetzt einfach mal. Oh, den Spicy Tulips Salat verkaufe ich jetzt einfach mal. Weil der bringt uns doch tatsächlich am wenigsten von allen ein bisschen. Hi. Ich schmeiß gleich mal was zum Kochen rein. Ein Shiny Gold Steak. Jetzt weiß ich, wo es hin ist. Plus 4 Leben für jeden Melee-Hit in den nächsten 2 Minuten. Krass. Nimm es ruhig raus. Oh. Im Kochfeld. So. Ich koche das nächste. Ich gehe aber mal runter und verkaufe den Shiny. Oh, Alter, 300 Damage gerade fast. Hi. Pass mal auf, du. Ich habe hier Salat für dich. 666 Münzen. Cool, danke. Ich kaufe mal Larvenmeat. Oder haben wir auch nicht so viel? Ich kaufe einfach mal alles ein bisschen, ha? Ich habe hier so eine kleine Schleiminfanterie bei mir. Ich habe den Händler angezündet. Bin pleite. Ich glaube, Geld haben wir nicht eh genug. Hi. Ich habe mal ein bisschen Hallo. Zeug gekauft. Geld haben wir wirklich viel. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal einen zweiten Kochtopf aufstellen. Haben wir noch Kupfer? Ja, natürlich haben wir noch Kupfer. Und Holz haben wir auch noch.
Oh, habe ich sogar einen Stecker. 47 Skalper habe ich jetzt. Jetzt wird hier noch 34 gemacht. Ne, 33 oder 34. Ach, du hast einen zweiten Kochtopf schon. Jetzt haben wir drei. 34. Da. Also ungefähr noch 20 Scarlet Bar müsste ich jetzt, Scarlet Ore müsste ich noch holen. Ja, aber haben wir gerade einen Ofen frei? Ja, haben wir. Ja. Ich muss mal ein bisschen Zeug reinschmeißen und mal ein bisschen durchbrutzeln, weil ich weiß nicht. Scarlet Ore dabei oder wie? Nee, ich mag nur keine. Also. Ich brutzel das Erz lieber gleich immer durch, weil dann musst du später nicht drauf warten. Dann hast du es fertig. Möchtest du danach vielleicht einen Crunchy Pudding? Ein Crunchy Berry Pudding? 23 Nahrung, 25 maximal Leben, 2,6 Heilung die Minute und 23 Armor. Was hältst du von dem? Gut. Ich könnte mir jetzt die Rüstung schon fertig machen. Ja, mach ruhig. Wenn du willst die Rüstung, dann mach sie dir. Ich brauch sie nicht dringend zwangsläufig auf der Stelle. So sehe ich jetzt aus. Cool. Du bist der Böse. Gleich erschießen. Du schaust halt jetzt echt böse aus. Wie viel Armor habe ich denn jetzt? 80. Hey, cool, ich habe gerade was extra bekommen, weil ich es rausgenommen habe. Weil ich meinen Kochenskill schon so hoch habe, anscheinend. Nee, habe ich nicht. Warte mal, ich habe doch. Not so picky. Well, feed buffs is gained. Cool. Well, feed buffs. Stronger. Geil. Also, kochen. Ich, weißt du was? Ich habe gerade die Dinger. Was hast denn du da hingeschmissen? Der Blutring ist ja mal geil. Hast du dir die Stats angeschaut? Was er macht? Der hat ein bisschen mehr Life, ne? Nee, wieso mehr Life? Nee, der Blutring. Plus 3 on Melee Hit. Das heißt, wenn du jemanden. Also plus 3 Life, so wie es klingt. A Bloodring, that. Genau, wenn du jetzt jemanden im Nahkampf eine auf jetzt denk auf draufhaust, kriegst du einen Heal. Dann heilst du dabei. So? Mhm. Hätte ich ihn ja behalten sollen, ne? Ja, ich hab mir in die Kiste, ich hab zu Hause noch einen. Also ich habe nicht angelegt, der liegt in der. Ich koch noch ein bisschen gerade. Also ich kümmere mich, warte mal, vielleicht kümmere ich mich noch ein bisschen um die Felder. Was habe ich denn noch ein bisschen? Charcoal Seeds? Ich suche jetzt gerade noch ein bisschen, ich hole jetzt nochmal 20 Stück zurück. Schale Zeug. Low Tulips, ja, ich tue noch ein bisschen anpflanzen. Ach so, die grüne Fläche ist verdings, aber ich kann Bombenpfeffer noch anpflanzen. Und ich kann das auch noch anpflanzen, so. Ich pflanze halt. Ein Trödel, dass du das abbauen kannst. Ja, weißt du, was ich mir gerade so einfällt? Du kannst doch auch den Boden abbauen, gell? Spyro. Wir könnten hier voll das geile Feld bauen. Also wir könnten so richtig cool, so richtig krasse Basis aufbauen mit Feldern und allem. Rein theoretisch, weil du den Boden ja auch abbauen kannst, den Steinboden und so. Es ist zwar halt mehr so Optik oder sowas, würde ich mal fassen. Ja, oder Optik nicht. Es ist halt... Mal schauen, weil Automatisierung, habe ich ja gesehen, gibt es auch noch, was man da noch ein bisschen basteln können mit. Weißt du? Vielleicht können wir ja noch echt geilen Stuff bauen. So ein automatisches Feld oder sowas. Stell dir das mal vor. Hätte ich voll Bock zu. Alter. Also, ich finde den Feuerstab, auch wenn er weniger Schaden macht, geiler. Einfach aus dem Ding, er hat ein bisschen einen breiten Schuss. Die andere ist so
sehr zielgerichtet, wie eine Sniper. Ich glaube, da baue ich dann mal eine Base. Eine richtige Base mit großen Feldern, einen Zaun außenrum oder sowas, ha? Ich glaube, das könnte geil werden. Ich glaube, das könnte echt geil werden. Mit so ein paar Wegen außenrum. Wenn ich dann nach Hause komme, können wir ja erstmal die Map wieder ein bisschen synchronisieren. Erweitern. Ja. Ach komm. So, wegen einer Sache. Und da sind schon wieder die halben Felder fertig. Ich werde fertig mit den Feldern. Und ich könnte eigentlich direkt weitermachen. So, ich habe GUI Tulipsalat, also der heilt und macht. Ist auch ganz geil. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, als ob der blöde Händler hier raufkommt. Der steht jetzt irgendwo wieder unten an der Ecke. Ich baue mal ein Haus mit 5x5 und dann bau da mal ein Bett hin. Oh, das ist eine Kiste. Ja, das ist ein Bett und so ein Schleimding muss ich reinbauen. Ja, so ein Öl, das ist dieses Ölteil muss ich da rein. Hast du mal im Wiki geschaut? Wohl? Ja. 5x5 steht da. 5x5, dann kommt er. Mit dem Bett und dann. Okay, dann baue ich jetzt mal noch ein Haus 5x5 dann, und das reiße ich da drüben ab. Dann können wir ja da noch ein paar Kisten oder was weiß ich reinstellen. Mal schauen, was wir da draus machen. So, gut. Ich glaube, ich werde Holz brauchen, um noch ein paar Dinger zu bauen. Gut. Dann baue ich das hier drüben hin. Ach, ich brauche noch eine Tür. Dafür brauche ich noch Kupfer. So, eine Tür. Pupp. 5x5 Innenmaß, oder? Ja. Also, dann haben wir ja 1, 2. Okay, ich kann es auch bauen wie so ein Vollidiot. So. Dann hier. Dann wäre das genau 5. 2, 3, 4, 5. Oder? So. 2, also 3, 4, 5. Dann muss ich hier die Wand durchziehen. Und jetzt dann halt noch die Tür dahin. Und den Holzboden. Beim Chat hieß es gestern, das muss mindestens 8x8 sein. So. 5x5 ist fertig. Ja, jetzt tust du noch Licht reinmachen. Das hab ich schon. Licht ist drin. Licht ist drin und jetzt noch ein Bett und diesen Ölkanister. Mach ich gleich, warte. Dieses schleimige Öl rausguckt. Ja, ich hab grad richtig. Dann gehst du kurz weg, so ein bisschen, ein Stück weiter weglaufen. Und dann ist er bestimmt drin. Ich hätte gerade richtig Bock auf Baseball, weißt du? Hm? Ja, aber so ein bisschen Base auszubauen, habe ich gerade richtig Bock zu. So. Und den Ölschleimkanister packe ich jetzt einfach mal auf die andere Seite so. Bam. So, Tür zu. Nee, ich habe gerade richtig Bock, so ein bisschen Base auszubauen. So ein paar Meter zu machen. Und ich habe auch eine Idee für Lampen und so. Dürfen wir halt nicht abbauen. Ich glaube, das mache ich auch.
Ich brauche Holzboden. Oder der. Oder wir machen außen Paintable Floor. Den könnte man anmalen. Soll ich eher so Steinboden machen? Ach, wie geil. Wie viele Bäume hier sind. Hey, ein richtiger Wald. Ich bin draußen. Echt? Cool. Ich mach mal Stein. Pass auf, ich hab eine Idee. Ich mach einfach mal Steinböden. Das sieht jetzt, als wäre ich draußen. Weil ich glaube, mit Steinböden kommt es geiler. Er ist eingezogen. 5x5 ist die Lösung. Pass auf, ich habe gerade eine coole Idee. Ich hoffe, dass es eine coole Idee ist. Natürlich reiße ich eine Wand ab. Das ist wie eine Blume hier. Reiß doch nicht immer die Wand ab, du Aff. Der Boden muss weg. Kann ich nicht einfach den Boden drüber platzieren? Alter, das ist doch. Ich hab's. Kann ich nicht. Ich drück und dann synchronisiere ich mal. Huch, was ist denn das? Bist du denn? Habe ich mir irgendwie cooler vorgestellt. 'Fungisid'. Also. Ich fass mal kurz zusammen, der Steinboden ist doof. Ich guck mal nach einem anderen Boden noch. Aber der ist jetzt halt, obwohl ich hier bin, eingezogen. Also 5x5, der Rest war zu groß, okay. So, jetzt siehst du gleich, was ich auf der Karte gefunden hab. Ja, warte, da muss ich auch ans Kategografie-Table, aber ich bin eh hier. Hi. Warte, lass mich schnell noch den Boden schnell hier abreißen. Ja, die Wand hat er mit abgerissen, der Depp. So, hi. Kategografie-Table, ja. Moment. Der aktualisiert nicht. Nee, der aktualisiert nicht. Geh mal drauf. Mach ich grad. Bin ich. Sag ich ja, irgendwie aktualisiert er nicht. Ich glaube, nur wenn ich was sehe, aktualisiert er deins. Aber gerade aktualisiert er nicht. Was du gesehen hast. Nee, warte, ich sehe ja, hab ja deinen Kreis auch gesehen, den du im Kreis rumgelaufen bist. Nee, aktualisiert er gerade nicht. Keine Ahnung. Doch, hat es sich da unten hier, dieser Weg, den ich links runtergegangen bin, wo ich bei dem neuen Biom bin? Nein. Nur so ein Kleeblatt sehe ich. Was, hast du das Kleeblatt gemacht? Ja. Okay. Pass auf, der Steinboden ist doof, oder? Warte, ich hau hier jetzt mal hin. Das ist der Steinboden, der schaut doof aus. Finde ich. Ja. So, den verkaufe ich direkt wieder. Er ist eingezogen. Hey, da ist die Tür offen. So. Bam, weg damit. Ich will den Müll gar nicht aufheben. So. Was gibt's denn dann noch für Böden? Ja, ein Teppich, der passt nicht. Gibt's irgendwie in Scarlet-Ding irgendwas Boden? Scarlet-Floor, okay. Da brauche ich aber jedes Mal ein Scarlet-Bahn. Das ist, nee. Ansonsten bleibe ich bei Holzböden. Tatsächlich. Ich glaube, ich bleib bei Holzböden. Nur ein Scarlet-Bar, ja? Ich hab extra für dich so viel mitgebracht für eine Rüstung. Ja, brutzel ruhig ein. Was ich gerade meine, ist eher, ich find's schade. Ich krieg sogar mittlerweile extra Zeug raus. Der Scarlet-Boden ist mir zu teuer. So, ich mache jetzt mal so ein Paintable Floor noch und mal zwei Stück und schau mal, wie der ausschaut. Der schaut doch schon besser aus eigentlich, oder? Schon besser aus. Den könnten wir auch anstreichen zur Not.
Dafür brauche ich nur Claywände. Ja, dann mache ich den Paintable Floor dahin. Beziehungsweise, ich habe eine Idee. Die Wand muss, ist nicht schlimm. Die Wand kann trotzdem mal weg. Pass auf, ich habe eine. Ich denke, ich habe eine schöne Idee. Aber ob sie nur, ob die wirklich so schön ist, das muss ich erstmal noch rausfinden. Also ich wäre jetzt quasi fertig für den Boss bei mir, so wie ich finde. Ja, ich habe halt noch nichts aus Scarlet. Ja, die wird ja jetzt gerade gemacht, die Rüstung. Warte, ich habe nicht gerade auch eine. Ich habe gerade mal ein bisschen Bock auf Basebau, aber. Da muss ich dich gleich mal fragen, was du von der Idee hältst, weil die Fackeln finde ich auf Dauer ein bisschen blöd. Nämlich? Ich würde hier Glow Tulips ranmachen als Weg. Ich möchte mal kurz, könntest du eventuell mal, warte mal, ich pflanze mal hier was ein. Hier? Nee. Shit. Was hier? Was ist in der Hand? Siehst du das? Warte. Ich sehe gerade gar nichts. Ja, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Guck mal, warte mal, ich leg das mal in die Kiste rein. Fungi Seed. A seed only grows in the mold. Also nur da drüben wächst er. Pass auf, und ich möchte jetzt eigentlich hier so ein bisschen. Schupp. Die dürfen halt nicht abernten. Aber ich glaube, das ist. Was ist das? Ein Tulip Seed. Dann haben wir überall so die Leuchteblumen hier als Ersatzfackeln. Ah, stimmt. Und ich glaube, das ist dann ganz geil eigentlich. Ups. Mache ich vielleicht hier den Weg nochmal ein bisschen breiter, zumindest so ein paar Meter hier runter. Weil unsere Base wächst jetzt nicht unbedingt in die Richtung hier runter. Und dann haue ich hier überall so, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 5 frei. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, wieder so eine Tulip rein. Und dann müssen wir hier keine Fackeln machen. Sonst müssen jetzt halt nur warten, bis die mal gewachsen sind. Und haben hier so ein bisschen breiteren Weg. Und dann leuchtet es hier auch, denke ich, ganz schön. Und dann will ich halt jetzt hier einmal den ganzen Boden hier noch weg. Oder halt das alles so ein bisschen hier rüber wegen schöner machen. Oder halt, ja, wegen schöner machen. Und überall so ein bisschen die Tulips so hinschmeißen. Ich gerade richtig Bock auf Basebau. So ein bisschen. Cool. Was denn? Gut, dann ist halt jetzt mal kurz dunkel, so ein bisschen. Ja, das dauert ja, bis das fertig ist. Wobei ich gerade aber noch. Warte mal. Bessere Idee. Ich mache das hier oben hin. Und ich mache das. Warte.
dann ist es nicht da so ein bisschen am Eck. So, dann machen wir hier zwei, so ein bisschen an der Tür. Jupp. So. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist hier eine Tulip. Ich glaube, es sollte dann schon so ein bisschen reichen von der Fläche her, was die an Leuchtekraft haben. Dann mache ich den Weg hier über ein bisschen breiter. Gut, hier kann ich den Boden leider nicht abbauen, weil der zählt anscheinend mit zum Ding. Aber das ist nicht schlimm. Und dann können wir eigentlich hier das so richtig schön aufbauen, denke ich. Ach, warum reißt denn der denn immer Wände und alles ab? Er macht wieder alles kaputt hier. Der, mich nervt es, wenn der dann einfach anfängt, hier die Wand abzureißen. So, aber der rennt ja jetzt erstmal nicht weg. So. Wenn er dann einfach so einmal ein Ausfallschritt zur Seite macht. Ich könnte dir jetzt die Rüstung machen, wenn du willst. Wenn du willst, können wir das machen, ja. Dann. Aber lass mich wenigstens schnell noch die paar Meter Weg hier zu Ende bauen. Also, ja gut, du kannst mir schnell die Rüstung machen, kein Thema. Ich brauche hier nochmal Paintable Floors. Ein paar. Bling. Bling. So, eins, so, zwei, die Rüstung ist in der Kiste. Wunderbar, ich hole sie mir gleich. Spalte. Ich hole sie mir gleich. 2, 3, 4, 5. Hier mache ich wieder schön ein kleines Ding hin. 2, 3, 4, 5. Mache ich hier wieder. So, einmal mache ich hier mal noch ein bisschen den Weg weg. Oder halt den Ding weg. Zack. So. Und ich denke, unsere Base könnte dann eigentlich echt schön werden. Da mache ich hier oben ein paar Felder noch hin. Mal gucken, wie es ausschaut. In der Kiste, hast du gesagt? Ja, hier. Der da. Okay. Nice, ich ziehe sie mir gleich mal an. Tschup, tschup, tschup. Tschup, tschup, tschup. Da mache ich die Eisenrüstung aber auch direkt klein, weil die werden wir auch nicht mehr brauchen. Tschup, tschup. Zack. Dann muss ich mal kurz die Hacke reparieren, weil die ist ein bisschen kaputt gegangen. So, das Fiber soll. Fiber ist ja gar nicht mir. Das soll ich auch wenig sein. Den einen Händler packe ich mal da rein. Ist nichts mehr zum. Das Fiber habe ich auch draußen noch. Hast du das ganze Reparaturzeug raus? Nee, ich habe. Vielleicht haben wir nichts mehr. Okay. Hä? 5 Stück ist doch drin, oder? Ja, die habe ich gerade reingelegt. Die habe ich gerade aus meiner Rüstung rausgekriegt. Deswegen. Ich habe noch 2 gehabt. Ja, dann haben wir da echt nicht mehr viel. Dann mache ich noch so ein paar Steinböden gerade oder so Paintable-Dinger. Gerade mal. Ich habe sau viel Essen gerade dabei eigentlich, hey. Da wollte ich ja noch. Pass auf, ich hab's. Hardberries und Glow-Tulips. Mach ich auch noch rein. Mal kurz ein bisschen Inventar ausmisten. Oh, Inventar leer. Ich erhält der Raum. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Aber wenn er dann soweit ist, dann glaube ich, ist cool. Ach, guck mal, da sind auch noch Glow-Tulips drin. Die
kann ich dann da unten auch gleich nochmal den Kochtopf schmeißen, weil da ich brutzel gerade ein bisschen. Aber ich glaube, das schaut dann echt gut aus dann zum Schluss. I'm quite hungry. Oh! Ich sollte mal was essen. Oh, das Schöne ist, wenn ich in Minecart sitze, dann verliere ich keinen Hunger. So schön. Ja, ich bin halt hier die ganze Zeit gerade damit so ein bisschen beschäftigt, hier rumzubasteln. Daher haben wir noch so eine Golden Heartberry gefunden? Weiß ich gar nicht. Weil. Ach, stimmt ja. Es gibt ja. Irgendwo habe ich ja doch gerade irgendwo gesehen, dass wir mehr Slots kriegen. Ja, da gibt es nochmal einen Rucksack, ja. Da brauchen wir auch Scarlet Ore. Aber ich weiß nicht, haben wir jetzt noch Scarlet Ore? Ich glaube nämlich fast nicht mehr, gell? Wir haben gar nichts mehr. Ja, gut, dann. Aber die Frage ist, wollen wir jetzt halt bei dir den Boss machen oder nicht? Ja, doch. So, pass auf, dann. Dann nehme ich mal Potions mit. Da haben wir nicht ein paar. Die nehme ich mal alle mit. Und ich tue gleich mal wieder so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich sag mal, du hast schon hingebaut, hast du gesagt. Wie? Ja, dort habe ich den Boss schon bereitgestellt. Okay. Ja, dann ab zu dir, oder? Ja. Schmeiß ich mal alles mal so raus, was ich gerade nicht brauche. Scarlet Picket nehme ich mal. Ah, die Schaufel brauchen wir. Vega Säure zum Abbauen. Okay, du bist raus? Bin raus. Gut, dann gehe ich auch raus. Join Game. Ich brauche dann gleich mal kurz deine ID. Also ich glaube, jetzt werden wir den zerreißen. Ich habe aber Stone Potions und alles mit dabei, gell? Ich habe es dir geschickt. Kommt. Hi. Wo ist denn dein Kartografietisch? Den da oben, den Typen? Ja. Wo ist denn dein Kartografietisch? Oh, du hast ja richtig, weil ich sehe nicht gerade nichts von der Karte. Cool, danke. Dann weiß ich, wie wir zu dem Boss raufgehen. Du willst ja bestimmt auch ein paar Tränke haben, oder? Hier hast du zwei ja. Stone Skins. Hier hast du zwei Damage-Tränke. Und hier gebe ich dir mal ein paar Heiltränke mit. Und heilende Nahrung. Heilende Nahrung? Ja. Die Crunchy-Ding ist Nahrung, maximal Leben, Nahrung für halt Leben für 20 Sekunden und mehr Armor. Wie gefällt dir das hier so ein bisschen? Ne? Schaut gut aus, schön, ja. Gell? Meine Base ist noch das Provisorium, was ich anfangs aufgebaut habe. Also es ist noch nicht gewachsen. Ich würde es gerne noch ein bisschen ausbauen gerade. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf der Base hinterher. So. Aber du kannst dir gerne mal angucken, was der hier so verkauft. Damit du... Der hier, ne? Okay. Kannst du dann nochmal neu spawnen und nochmal umkloppen? Ja. Cool. Weil dann macht es auch Sinn, dass ich eine Rüstung 1 von 2 gekriegt habe. Kommst du? Dann klopp mal direkt einmal den Boss da oben um. Mein Feuerstab und ich sind bereit. Der macht übrigens auch mittlerweile mega Damage. Ich bin gleich sofort da. Hab was vergessen. Ja, ich habe jetzt auch noch Zeug im Inventar unten, Fackeln und den Teleportationsding. Also ich hoffe einfach mal nicht, dass wir sterben. Teleportationsding habe ich vergessen. Oh, da ist Erz. Ich klaue dir nichts auf deiner Karte. So. Erstmal vorbeikommen und die Schleime abfackeln.
So, dann mache ich mich schon mal alles hier bereit. Das Essen. Ich zünd gerade einfach Schleime an. Auf dem Weg dahin. Ich denke, ich bin auf dem Weg dahin. Ja, schaut so aus. Unterwegs. Also ich will gerade hauptsächlich mit dem Feuerstaff kämpfen, auch wenn der vielleicht nicht der stärkste ist gerade. So ein bisschen. Weil er halt ganz nice ist. Du musst nicht den Gegner ins Gesicht laufen. Um mein Range, meine Range ein bisschen zu pushen. Und er macht halt Damage auf Time. Essen, ey. Essen hast du gekriegt von mir. Da hast du. Ich meine, bei mir jetzt im Real Life, dass es Essen gibt, aber wir machen das jetzt hier fertig. Hier geht's lang. Ich bin schon oben. Ich warte auf dich. Tötet hier die Viecher. Ich so als Schauplatz gelassen. So, ich hab schon ziemlich viel gekillt, ja. So, okay. Achtung, ich hau mal jeden Trank rein. Du passt von der Größe her, ne, die ich jetzt hier gemacht habe. Ja, sollte passen. Aber schau mal her, wie viel Damage wir machen. Ich mach mir, also da mache ich mir gerade wenig Gedanken. Guck mal her, wie viel Damage wir machen. Der geht auf dich. Wie überhaupt kein Leben. 25%. Ah, guck, und du hast jetzt auch den Helm gekriegt. Okay. Perfekt. Nice. So, wenn dein Essen fertig ist, würde ich sagen, springe ich wieder zu mir zurück, oder? Du kannst ruhig schon zu dir zurückspringen, wenn du willst. Gut, dann ja, wenn du dann gleich essen gehst. Wenn dein Essen fertig ist. Dann wieder zu dir. Oh nee, das ist ja dann wieder eine andere ID. Aber du kannst ess ruhig was, gell? Ja. So. Die ID kriegst du gleich. Ich tue nur schnell mal das Zeug wieder mitnehmen. Copy ID. Bitte. So, dann hau ich das zum Essen hier rein, weil das andere ist halt wirklich mehr so kampftechnisch. Die Tränke können auch hier rein, der Schleim kann hier weg. Brauche ich nicht. Oh, die erste Tulip ist gewachsen. Aber irgendwie habe ich mir das spektakulärer vorgestellt. Ich glaube, ein 5er Abstand ist zu viel. Weil die macht nur so 2 Radius Licht. Scheiße. Macht.
Muss ich öfter machen. Muss ich öfter bauen. Die macht nur einen kurzen Radius Licht. Leider. Das ist blöd. Okay, ist aber nicht schlimm. Dann baue ich das hier ein bisschen wieder um. So. Dann mache ich das nämlich so. Mache ich alle zwei Dinge. Ja, dann wünsche ich dir einen guten Hunger. Du kannst einen Topf bauen und da drin eine Blume platzieren. Ich wollte es eigentlich mehr so wirklich angepflanzt haben. So ein bisschen. Den Topf habe ich schon gesehen. Aber ich wollte sie wirklich so ein bisschen direkt angepflanzt haben. Deswegen baue ich das gerade so. 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 Komme ich dann bei dir wieder in die Welt rein, oder? Mit der die ID hast du ja. Ja. Dann ja, kannst du wieder in die Welt reinkommen. So, dann würde ich jetzt hier und dann machen wir halt hier nochmal eine hin. Hey. Ach scheiße. Das ist Sand, das geht nicht. Egal, dann machen wir so. Dann können wir hier... Darunter entwickelt sich ja die Base eh gerade noch nicht. Muss ich aber kurz die Tür... das Problem bei mir, dass sie mit einem Hit-Up aus... Ja, gut. Ich sag mal, so oft werden wir hier jetzt halt nicht umbauen, denke ich. Dann versetze ich die Tür hier einfach ein bisschen. Ja, ich kann schon mal gucken, wo war denn der Topf? Nee, das war die Wand. Wo war denn der Topf? Ich glaube, der war hier, gell? Genau, der hier. Ja, okay, können wir auch machen. Stein. Und, nee, Ton wollte er haben. Ich glaube, das schaut sogar dann echt ein bisschen besser aus. War eine gute Idee. Dann mache ich so. Weil dann kann ich die Stein rein, oder den Stein rein theoretisch. Drunter platzieren. Dann muss ich hier eigentlich nur eine Glow Tulip rein tun. Ja, ja, das schaut gut aus. Der schaut sogar besser aus. Danke! Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, ich finde es mit den Tulips schaut halt echt gut aus. Wollte sagen, weh, ich habe dich nicht getroffen. Dann kann ich nämlich, ja gut, ich habe nicht so viel Tulips, ich muss sie erstmal ein bisschen abbauen. Bis ich das Feld hier umbaue. Ich bin gerade ein bisschen am Basebau. So, brauche ich die Seeds nicht. Du. Auch nur Töpfe. Ja, ich finde die schöner, die Tulips, wenn ich sie hin platziere, als die Fackeln. Das macht, finde ich, viel mehr her. Vor allem, die machen auch Licht und alles. Gut, das ist jetzt nicht mega beleuchtet. Wie wenn ich die Fackel hinpacke, aber das ist doch egal. Das ist halt wirklich egal.
Muss ich das auch gleich mal ein bisschen umbauen. Hier hinten haben wir wieder den richtigen. Zack. Kann ich da... Ah, guck mal. Du hast ja schon Iron, du kannst ja auch eine Lampe bauen. Ja, aber ich wollte keine Lampe bauen. Ich wollte so ein bisschen hübsch bauen. Also ja, ich kann auch Lampen bauen. Ich habe auch schon Scarlet. Das haben wir alles schon. Wir sind ja schon hinter der großen Mauer hier hinten. Dann haben wir jetzt dann den Titan. Als nächstes. Aber ich finde, das schaut am schönsten aus, so ein bisschen. Ich hätte vielleicht erstmal hier noch... Nein, mach den Boden weg. So. Kurz AFK. So. Ich finde, es schaut nicht so am schönsten so ein bisschen aus. Hast du gleich ein bisschen Deko mit drin und so. Hier kommen dann später die Felder hin. So, bisschen aufgehübscht. Und halt, nein, so halbwegs passend. So ein bisschen. Und das ist ein schönes blaues Licht, finde ich. So. Weil dann haben wir hier so ein bisschen das so gepackt und gebaut und gemacht. Und dann können wir nämlich die Felder zum Beispiel auch dann so richtig schön an den Weg ranpacken. Und dann halt mit den richtigen Bodentypen sozusagen zusammenbauen. Den Boden muss ich halt noch irgendwo dann abbauen und holen. Aber ich glaube, das ist das geringste Problem. Dann vielleicht noch so einen kleinen Holzzaun außenrum oder den Steinzaun, das weiß ich noch nicht. Kommt darauf an, welcher von beiden dann besser ausschaut. Das gucke ich dann mal. Natürlich muss er die Wand mal wieder abreißen. Und dann hätte ich halt noch die ganze Base ein bisschen, halt jetzt langsam so ein bisschen aufgehübscht. So mit dem Prinzip hier. Also mit den Tulips überall so ein bisschen. Dass das alles so ein bisschen schöner wird. Sozusagen. So drei Stück habe ich noch. Dann habe ich keine mehr. Dann muss ich gleich nochmal ganz kurz schnell eine abbauen. Und hier zwei. Sogar. So, zack, zack. Und dann schaue ich halt mal, dass ich wirklich mit der Schaufel mir gleich die richtigen Dinger mir krall. Und den Boden halt einfach mal austausche. Oder vielleicht hier dann auch noch so einen kleinen Bahnhof richtig hinbaue. Muss ich mal schauen, wie ich das dann gleich mache.
So, jetzt will ich aber erstmal gucken, wegen Zäunen. Dann nehme ich mal Holz mit. Welche mir hier besser gefallen, weil der schaut jetzt zum Beispiel gar nicht so cool aus, der Holzzaun. Vielleicht dann auch so ein Steinzaun. Ich pack die mal nebendran und schau mal, welcher mir besser gefällt. Also ich tendiere jetzt dazu schon zu dem Steinzaun. Ja. Es wird der Steinzaun werden. Ja, das wird der Steinzaun werden. Das heißt, den Holzzaun verkaufe ich gleich mal bei dir. Weg damit. Einfach nur, dass es weg ist. So. Zack. Und da hätte ich jetzt geschaut, dass wir schon langsam anfangen, so Felder zu bauen, ha? So überall so ein bisschen. Das heißt aber, ich muss jetzt erstmal das alles ein bisschen abreißen hier. Dass man so die Grünfläche und alles mit so ein Feld Grünfläche, ein Feld den normalen Sand. Überall so eine kleine Kiste davor. Dass man sozusagen das Richtige gleich einpflanzen. Scheiße. Apropos Kiste. Gerade eine Kiste abgerissen. Die sollte in der Weile noch nicht abgerissen werden. Wieder da. Willkommen zurück. Hätte ich halt echt geschaut, dass wir jetzt halt hier überall so ein bisschen dann mit dem richtigen Untergrund, wenn es geht, die Pflanzen anpflanzen. Jetzt muss ich erstmal den ganzen Garten abreißen. Spyro, bist du da? So. Gleich, okay. Einen guten wünsche ich dir. Müssen wir halt nur schauen, dass wir irgendwo den richtigen Untergrund so ein bisschen herbekommen für alles. Und dann hätte ich halt auch gleich das jeweils überall zuvor so eine Kiste hingestellt, wo halt dann das Richtige drin ist. So Hardberries zum Beispiel halt dann auf Gras. Bomb Pepper ist ja sowieso egal. So Steinboden mitgenommen für die Carrots. Also ein richtig dickes Feld. Also vielleicht so hier so ein bisschen Platz gelassen. Hier nach unten vielleicht auch ein bisschen Platz. Dass ich hier so, ups. So keine Ahnung, so 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Und hier so nach oben gebaut. 2, 3, 4, 5. Oh, das können wir länger bauen. So. So, hier so ein Feld halt hingebaut. Dann hier halt zum Beispiel den Weg durchgebaut. So.
zack. Okay, hier hinten vielleicht nicht mehr. So, zack. Und dann wäre hier halt ein Feld, keine Ahnung, sagen wir mal einfach mit einem normalen, einfachen Untergrund. So. Jetzt hier halt dann das nächste Feld daneben. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ach, guck mal, hätte ich sogar lassen können. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht's hier wieder hoch. Da halt mit dem nächsten Untergrund dafür. Nach hinten hin können wir es ja jederzeit erweitern. So. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Einfach mal. Rein theoretisch brauchen wir ja nochmal Steinboden. Deswegen bauen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen noch weg. Gucken wir mal, wie weit wir es brauchen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wieder 1 frei. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier wieder hoch. Na, guck mal. Hallo. Hallo. Dann muss ich mit der Schaufel mal ein bisschen rumgehen und dann die richtigen Böden abbauen hier überall. Das ist jetzt ein großen Garten? Das wird jetzt ein Garten, wo halt auch die richtigen Böden überall mit drin sind. Dann... Mein Boden kannst du ja auch abbauen mit der Schaufel. Guck mal hier, was du übersehen hast. Hm? Ja, das ist nicht schlimm. So. Was sagst du zu meinem Lichtkonzept? Sieht das aus wie so Blumenlaternen, ne? Mhm. Und was ich gerade richtig schön finde, auf die Holzbrücke kannst du trotzdem Steinboden draufschmeißen. Also du kannst die optisch auch anpassen. Das ist auch schon mal echt schön. So. So, zack. Brauche ich jetzt noch gleich noch ein paar Lampen. Noch ein paar Glow-Dinger. Natürlich wird es dann hier ein bisschen dunkel, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht haue ich da auch so einen Topf an die Seite ran. Mit so einer Lampe drauf. Weil so hell muss es ja nicht sein. Und dann, ja, Schaufelaktion würde ich sagen. Danach wird geschaufelt. Achso, brauche ich ja gar nicht. Rausnehmen. Oder nach oben packen. So. Schaufel. Würde ich mal sagen, weil hier das meiste von dem Ding hier gerade. Natürlich muss ich Depp erstmal die Wand abreißen. Oder den Zaun abreißen. Ich will jetzt nochmal ein bisschen Scarlet Ore. Ja, ne, ich tue jetzt hier noch ein bisschen mit der Schaufel wegbuddeln. Mach hier so eine Art Schlucht rein. Wobei ich mir gerade überlege, rein theoretisch könnte ich ja auch einen Fluss hier reinlaufen lassen. So ein bisschen. Ich würde gerne wissen, was ich mit der Angel alles noch machen kann. Deswegen wollte ich mir eine... Ja, mach ruhig, mach ruhig. Tob dich aus. Ich baue ein bisschen Felder. Mir lädt das hier erst alles nach. Und dann hier jetzt einfach gleich. Aber ich frage mich eigentlich, wenn die jetzt diese drei Bosse, die wir ja hier bei diesem Soul of Aces, an diesem großen Mutterschleim nochmal,
Und noch den anderen Boss. Dann öffnet sich doch bestimmt ein weiterer Teil. Oh, das kann ich dir nicht, das kann ich dir echt nicht sagen. Das kann ich dir überhaupt So null groß gemacht sagen. worden. Wurde bestimmt so groß gemacht. Das kann ich dir überhaupt null sagen. Lassen wir uns überraschen. Aber den Einhändler, den will ich unbedingt noch mal finden, weil dann können wir die ganzen Bosse x-fach killen, kannst du sagen. Weil, wenn ich jetzt mal so denke, die droppen ja trotzdem schönes Zeug. So, stell dir mal vor, der Boss jetzt bei dir, der eine war ja auch kein Problem mehr. Ja. So. Du kannst ein bisschen leveln dadurch oder halt, ja, leveln, ja, in Anführungszeichen leveln. Ich denke, das ist dann schon ganz nice, wenn du den so umkloppen kannst. Und der erste Boss-Schleim, der ist ja fast One-Hit nur noch, in Anführungszeichen. Ich habe den ja gestern auf einer neuen Welt-Chess-Verfahren nochmal gemacht. Und da war der ja für mich ja schon einfach so, bam, ich hau ihn weg. Weißt Es geht ja total einfach. du? Ja, genau. Bleiben. Was? So. Da muss ich mir aber auch trotzdem überlegen, wie ich das hier mache ein bisschen, damit es ein bisschen heller wird. Vielleicht wirklich mein Gedankengang ist so ins Eck. Zack. Einfach nochmal so, tschupp. So einen Kollegen hingepackt. So ins Eck rein und dann zack. In die ganzen Ecken hier. Okay, fast in die ganzen Ecken. So. Es muss ja nicht mega leuchten hier, aber zumindest so ein bisschen Licht dann wäre ja schon mal nice. So, zack. Gut, hier komme ich nicht hin. Mir fehlt noch ein bisschen Wiese. Ah, da kann ich das mal ausprobieren. Kommt das Wasser dann runter, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich baue das hier ab? Ja, das füllt sich auf. Cool. Das füllt sich richtig auf dann. Oh. Da könntest du rein theoretisch sogar richtig mit so ein paar Flüsse und sowas bauen, Spyro. Voll cool. Also ich könnte jetzt zum Beispiel dann hier so den Weg wegmachen und unter dem Weg halt einfach das Wasser durchlaufen lassen oder halt eine Brücke drüber platzieren. Weil Wasser ist ja hier. Ich glaube, das mache ich auch. Weil aktuell müsstest du ja dann immer nach oben laufen und es holen. So. Vielleicht packe ich hier aber auch nur so Steindinger drunter, mal gucken. So einmal im Eck, aber dann den richtigen Stein, nicht den Weg. So mehr für die Optik. Unter den Steinzaun. Brücken mehr. Da ist der Weg fertig. Ist halt jetzt nicht so hell, das Feld. Aber ich glaube, das sollte uns auch nicht stören, oder? Denke ich mal. Das ist nicht so dramatisch. So. Ist hier oben noch so ein Eck rein? Hämmern.
Zack. Und hier müsste dann rein theoretisch Steinboden rein. Da muss ich aber dann mal wohin laufen, damit ich Steinboden überhaupt holen kann. Das heißt, ich muss jetzt hier eigentlich den ganzen Boden austauschen. Weil dann können wir nicht die Carrots hier auch mal halbwegs ordentlich anpflanzen. Du kannst halt einfach deine eigene Schlucht schaffen. Ey, wir könnten voll den Burggraben um uns herum bauen, weißt du? Mhm. Ja, wenn ich... Aha. Ich habe gerade einen Kampf. Okay. Aber wenn ich hier jetzt hier das... das so abbaue, so richtig schön. Kämpft, Kollege. So, ja, gut, hier müssen wir dann gleich Steinboden reinzimmern. Guck mal, ich habe doch mal irgendwie gesehen, du hast so ein X gefunden auf dem Boden und da hast du mit der Schaufel darum gemacht. Genau, einmal draufklicken mit der linken Maustaste. Ich habe eine goldene Feder gefunden. Nice. Nee, ich weiß, was das für. Ich weiß, wir machen ein großes Loch. Unsere Feinde stürzen wir einfach in das Loch und schreien. Das ist Kortopia. Oder das ist. Weiß nicht, was passt mit Sparta? Das ist Korta. Ach, deswegen macht vielleicht auch so eine bessere Schaufel auch Sinn mit der Zeit. So, und jetzt könnte ich ja rein theoretisch, wenn ich jetzt mal... Das mit dem Wasser hat ja funktioniert. Also wenn ich jetzt halt sage, ich mache hier... Also vielleicht nicht bis runter. Aber ist egal. Ja gut, dann kann ich da keinen Zaun mehr drauf bauen, denke ich. Oder? Ich teste es einfach mal. Ups. Ja, wenn ich eine Brücke hinbaue und dann einen Zaun drauf, müsste es ja wieder funktionieren. Genau, funktioniert auch wieder. Und hier könnte ich ja... Genau, und dann fließt hier das Wasser runter. Das ist jetzt mehr so, keine Ahnung. Just for fun. Aber, pass auf. Okay, das müssen wir alleine machen. Wenn du wieder hier rüber kommst. Weil dann müsste ich ja hier die Gießkanne nämlich ausfüllen können, ha? Wie wird es, Byron? Hatte riesen Probleme hier. Ich habe hier viele Gegner gefunden. Ich baue gerade kleine Spots zum Aufbauen, während ich gerade einfach ganz entspannt so ein bisschen hier rumbastel. Der Schleim dürfte aber auch nicht durchkommen, oder? Aber ich kann durchschießen, nice. So, hier. Dann buddel ich hier nochmal schnell weg. Weil dann muss ich ja nur hier die Brücke hinschmeißen. Ich brauche den Zaun. Keine Ahnung. So wollte ich. So. Nein! Schaufel ist kaputt. Schaufel ist kaputt. Nein! Blumentopf ist kaputt. So, jetzt nicht mehr. Mal schnell die Schaufel reparieren. Was denn?
Wer denn hier? Du aus der dunklen Ecke, das ist das Problem. Diese Typen, die, hier ist schon wieder einer. Die haben ja keine roten Augen und du siehst ja nicht, wo die herkommen. Hm. Armer. Hm. Spyro voll die Panik und alles, während ich ganz entspannt einfach ein bisschen baue an der Basis. Ist auch wieder entspannt hier. Schon was essen. Ich baue gerade was mit der Fluiddynamik sozusagen von dem Spiel. Ich glaube, das wird cool. Ich muss nur schauen, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es mir gerade vorstelle. Das ist das Einzige, was ich gerade schauen muss. Ich glaube, ich muss da vielleicht hinten an der Oberkante nochmal in der Mitte nochmal einen Blumentopf hinstellen. Wo das Wasser jetzt dann reinläuft. So, dann mache ich das so. Dann stelle ich aber trotzdem hier, wo das Wasser reinläuft, über nochmal so ein Blumentöpfchen hin. Dass es ein bisschen heller ist hier. Okay, hier kann ich nicht. Ah, guck. Hat sich sogar echt aufgefüllt, der See. Oder halt nicht der See, sondern das Ding hier. Hier unten, weiß ich nicht, werde ich es nicht unbedingt brauchen. Aber könnten wir rein theoretisch auch machen. So links und rechts von dem. So als kleine Abgrenzung. So, also hier und da. So. Dann ist das Feld ein bisschen mehr beleuchtet, ha? Von mir aus auch hier noch in die Mitte. Komm. Scheiß an. Wir haben genug Blumentöpfe. Genug Tulips gerade noch. So, dann mache ich es hier noch. So, zack. Oh, ich glaube, das gefällt. Ich glaube, wenn du zurückkommst, das gefällt dir. Bin noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, das gefällt dir sehr. Ich bin gespannt. Gut, das eine Feld ist halt jetzt noch nicht fertig, weil ich noch keinen Stein geholt habe. Aber da fehlt auch nicht mehr viel. So. Also da muss ich halt wirklich nur noch den Steinboden holen. Aber der Gedankengang ist, glaube ich, cool, weil dann kannst du von jedem Feld unten mal deine Kanne auffüllen. Jetzt brauche ich noch, habe ich Steinwände gerade noch dabei. Ich habe noch Steinwände, dann mache ich das mit dem Stein noch fertig. Da wollte ich einen Steinboden wenigstens mal machen. Dass wir wenigstens mal einen Steinboden haben. So. Den wollte ich hier dann unten überall hinschmeißen. So hier außenrum einmal. Ist zwar nicht der hübscheste Boden, aber ich finde das ist okay.
Dann muss ich irgendwo hin, wo halt Stein ist mit der Schaufel und da den Steinboden noch abbauen. Oh, ich brauche noch ein bisschen mehr Steinboden. So. Brrrp. Zack, perfekt. Nice. Gefällt mir. Wir könnten einen Pool bauen übrigens, wenn du einen willst. Ja. Ich hab gerade schon einen Pool. So, jetzt muss ich noch irgendwo hin, wo man ein bisschen Stein so abbauen kann. Hi, Spyro, komm mal mit. Komm mal mit. Die Felder sind fertig. Also halt bis auf der, oder muss ich noch den Stein, halt den Steinboden holen. Guck mal. Grasfeld? Schön. Hier ist, ich habe hier das Wasser runtergeleitet. Hier ist Wasser drin. Da kann man die Gießkanne auffüllen. Und auf der anderen Seite schmeiße ich dann die Kiste hin mit dem passenden Zeug. Hier. Und das hat sich halt komplett aufgefüllt, weil ich noch keinen Steinboden hatte. So. Voll geil. Gefällt mir richtig. Ich hole jetzt mal schnell Steinboden von unten irgendwo. Also ich hätte von unten hier geholt. Irgendwo findet sich schon was, wo ich mal ein bisschen was abbauen kann. So. Wenn ich schon hier dran vorbeilaufe, zünde ich mal sämtliche Schleime mit an. Und hau mein Melee-Damage ein bisschen hoch. Nicht mein Melee-Damage, mein Range-Damage. So. Weiter geht's. Weiter geht's. So, ja, rein theoretisch. Warum reißt du denn die Fackel ab, du doof? Mache ich mir hier mal eine Fläche frei. Und hau mir den Steinboden raus. So. Und dann können wir da oben alles schön entspannt einpflanzen. Steht eigentlich bei den einen Pflänzchen, was du mitgebracht hast, drauf, dass es nur in dem Biom wächst oder nur auf dem Boden? Auf dem Boden. Auf dem Boden. Also wenn ich da drüben Boden mitnehmen würde, könnte es bei uns auch wachsen. Okay, nice. Aber ich hab den Verdacht, da werde ich eine Scarlet-Ding brauchen für. Ich schaffe mal eine künstliche Schlucht. Wie viel werde ich denn brauchen von den Böden? Also 12 sind zu wenig, definitiv. Aber wie viel werde ich brauchen? Sind 25 Quadratmeter. Ne, ich habe 10 mal 10 gemacht. Ich brauche... Brauche ich 100?
Warte mal. Ich geh jetzt mal diesen Lachsbrief angeln. Ich nehme einfach mal mit. Zur Not kann ich ihn ja bei uns auch noch ausbauen. Ich habe ja noch oben. Jetzt habe ich mal so 42. Sollte reichen, denke ich. Gott, würde ich die Axt nicht mehr brauchen. Das ist gut. Ich finde den Feuerstab immer noch geil. Der ist halt wirklich nice. Ach, einfach, so weil du einfacher triffst, weil der Schuss ein bisschen breiter ist. Und weil sich die Gegner ja meistens doch ein bisschen rumbewegen. Und du machst halt auch so Damage, aber ich hab keinen. Damage of Time. Ich habe da unten einfach so einen Typen weggeprügelt und habe den direkt bekommen. Also die Typen, die so diese Dinger da haben, ne? Genau, die was denn schießen. Die was mit dem Feuer auf dich schießen. Die habe ich einfach weggeprügelt und habe einen gedroppt bekommen. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass es nicht mal ansatzweise reicht. Ja. Jetzt schon alle verjagt. Ich glaube, da werden die paar, was wir hier oben haben, auch nicht ausreichen. Wo die jetzt draufstehen. Weil da könnte ich ja nicht rein theoretisch dann einfach den Boden reinschmeißen. Dass hier keine Schlucht ist. Jetzt hier angeln. So, wenn ich die Karte aktualisiere, ich habe ein bisschen weiter aufgedeckt. Alles gut. So, hier das Holz mitnehmen. Und ich buddel gerade hier noch den Stein bei uns direkt an der Base mal ab, weil ich gerade keine Lust habe, runterzulaufen. Ich hoffe einfach mal, das reicht. So. Wenn dann soll schon gerade ein bisschen grün sein. Habe ich sonst noch einen anderen Boden? Dirt Ground. Ich habe 181 Dirt Grounds. Leck mich am Arsch. Dann mache ich hier einen Dirt Ground, dann ist es wenigstens einheitlich. So. So. Das ist wenigstens einheitlich hier. So. Fällt mir aber auch ziemlich, dass du hier so einfach mal so ein bisschen den Boden austauschen kannst und alles. Und so ein bisschen aufhübschen kannst. Auch nicht selbstverständlich bei einem Spiel. So. Emerald Federfisch. Okay. Cool. Was? So. Das heißt aber rein theoretisch, ich könnte ja noch ein Feld bauen dann. Mit dem Boden von da hinten, oder? Von dem Gebiet da drüben. Oder sollte ich sogar dann vielleicht sogar machen, dass wir das, was da wächst, auch noch anpflanzen können. Das wird nicht mehr gehen. Oh doch, das geht noch. So, Dirt Ground. Ach, ein Federfisch. So, jetzt sollte ich genug Stein haben, denke ich. Nee, doch nicht. 37 nur. Das ist nicht viel. Oh, meine Zigarette ist wieder aus. Und warum kriege ich diesen Fisch nicht? Nice. So.
Ich würde jetzt einfach mal sagen, das Feld ist fertig. Ich brauche noch Kisten. Ich brauche noch ganz viele Kisten. 3 Stück brauche ich noch. Und mein Inventar ist voll. Was ist denn gerade so ein bisschen Blödsinn? Schleim kann weg. Und die Torfwand kann weg. Dann haben wir auch alles dabei. So, da unten haben wir noch eine Holzkiste. So, und eine mache ich dann schnell. Zack. Eine Holzkiste. Wunderbar. Cool. Gefällt mir. Da will ich auch noch was rumbauen dann gleich. So, pass auf. Einmal muss ich den Boden hier mal wieder wegmachen. So. Brauche ich die Holzkiste hier oben? So, das ist Gras. Im Gras brauche ich Hardberries. Da wachsen Hardberries. Was wächst noch im Gras? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, Blumen und sowas halt, ne? Ja, Glow Tulips wachsen auch hier. Und die Karotten wachsen nur hier. Weil mein Kaffee schon wieder leer ist. Alter, wir haben 2:30. Oh Gott. Ja. Ich glaube, dann mache ich kurze Pause und mache mir neuen Kaffee. Weil dann haut es halbwegs hin. Bei mir von der Zeit her. Was habe ich noch? Bomb Pepper? Achso, guck mal, das wächst auch noch hier. Bomb Pepper wächst. Root Seeds ist so eine Sache, weiß ich nicht. Brauchen wir eine Holzfarm? Eigentlich gar nicht mehr, oder? Wir haben mehr als genug Holz. Ja, wir finden ja auch Holz so. Ja, eben. So. In mold. Only grows in mold. Das packe ich jetzt einfach mal mit so die Karotten da rein. Dann mache ich kurze Pause, dann gehe ich nicht auch mal kurz auf die Toilette.